Das ist eine Auswahl unterschiedlicher Slip-Einlagen. Sie haben unterschiedliche Formen, unterschiedliche Stoffe, unterschiedliche Größen und unterschiedliche Stärken. Slip-Einlagen aus Stoff werden sehr oft benutzt von Frauen, wenn sie am Anfang oder am Ende ihrer Periode nur eine Schmierblutung haben oder halt nur sehr wenig Blut. Dann ist eine dicke Binde oft viel zu unangenehm und deswegen greifen sie lieber auf eine dünne Binde aus Stoff zurück. Außerdem gibt es auch viele Frauen, die stark schwitzen. Und dann ist es auch sehr angenehm für sie, wenn sie öfter mal die Slip-Einlage aus Stoff dann wechseln können. Dann fühlen sie sich einfach frischer. Sie müssen sich dann nicht gleich komplett umziehen. Es kann auch sein, dass du eine Creme verwenden musst, weil du eine Infektion hast. Und dann bleibt ja dann doch oft irgendwie ein Restchen in der Unterwäsche zurück. Und gerade wenn du teure Seidenunterwäsche benutzt, findest du das dann nicht so schön in deinen Dessous. Da ist es dann sehr, sehr praktisch, eine Binde oder eine ganz dünne Stoffbinde, Slip-Einlage aus Stoff halt zu benutzen. Es kann auch sein, dass du gerade in der Schwangerschaft einen stärkeren Ausfluss hast. Das kennen viele Schwangere oder eben während einer Infektion. Und auch dann ist es ganz angenehm, eben eine Slip-Einlage aus Stoff zu verwenden. Es kann auch sein, dass du unter einer leichten Blasenschwäche leidest. Wenn du niest, wenn du lachst, wenn du hüpfst, dann gehen vielleicht ein paar Tröpfchen, lösen sich dann einfach. Und du möchtest dann ja auch nicht das Gefühl haben, dass deine Unterwäsche ständig nass ist. Und auch dann bieten sich dünne Binden aus Stoff oder eben Slip-Einlagen aus Stoff dann an. Am besten dann eventuell sogar mit einem eingenähten Wäscheschutz. Oder aber du benötigst eine dünne Stoffbinde, Slip-Einlage, wenn du eine Menstruationstasse benutzt. Du hast dann vielleicht das Gefühl, ja, manchmal geht dann doch so ein bisschen was daneben und dann möchtest du das nicht in deiner Unterwäsche haben. Und viele benutzen dann sehr gerne eben dann noch eine kleine Stoffbinde als Backup für die Menstruationstasse. Du siehst, diese Stoffbinden, diese Slip-Einlagen aus Stoff sind unterschiedlich geformt und sie sind auch unterschiedlich dick. Ganz extrem sieht man das bei diesen beiden hier. Diese hier zum Beispiel von Anavi, die hat oben einen bunten Baumwollstoff, der an die Haut kommt, in der Mitte einen Saugkern. Das kann man hier auch sehen, das ist hier so abgesteppt. Und auf der Unterseite einen Fließstoff, sodass sie dann hier auch einen gewissen Wäscheschutz auch hat. So, und die ist etwas dicker oder als diese hier. Das ist jetzt eine ganz, ganz dünne, super atmungsaktive, reine Baumwoll-Slip-Einlage, die wir selber herstellen. Und die besteht wirklich nur aus reiner Baumwolle, kein Wäscheschutz und wirklich sehr, sehr dünn. Also du siehst, auch hier gibt es unterschiedliche Variationen. Es gibt auch, wie in diesem Fall, hier von Mom Ecofit, gibt es eben Slip-Einlagen. Die haben oben einen Jersey-Stoff, also einen T-Shirt-Stoff. Und dann ist versteckt eingenäht eine Nässe-Schutzmembran. Das kann ein ganz dünner Pullstoff, ein ganz dünner Softies-Stoff sein. Und der ist natürlich dann schon auch wesentlich, der lässt dann weniger durch als jetzt natürlich hier so eine Einlage aus reiner Baumwolle. Aber wenn du jetzt wirklich die Slip-Einlage nur benutzt, weil du einen stärkeren Ausfluss hast oder weil du ganz einfach sicher gehen möchtest, da reicht das hier ja dann schon oft aus. Aber bei einer leichten, ganz, ganz leichten Blasenschwäche, da würde ich doch gucken, dass du etwas benutzt, wo ein Pullstoff mit dabei ist. Ich kann dir mal zeigen, wie so eine Slip-Einlage quasi aufgebaut ist. Hier ist jetzt auf ein Stück Stoff, auf ein Stück Baumwollstoff einfach mal die Form aufgezeichnet. Und darauf wäre jetzt hier so eine Saugeinlage jetzt mal mit den Nadeln draufgepinnt. Und dann käme jetzt eben noch ein Unterstoff. Die Unterseite, entweder wenn es eine reine Baumwolleinlage werden soll, dann eben aus Baumwollstoff oder aber du hättest hier so einen Pullstoff, das ist also ein Polyester, der eben mit Polyurethan beschichtet ist. So, und dann hättest du eine sehr, sehr dünne Slip-Einlage, die jetzt wirklich nur aus einer Oberschicht, einem Stück Stoff als Saugschicht und einer Unterseite besteht. Praktisch ist für unterwegs, das sind kleine Wetbags. Hier kannst du immer eine saubere Slip-Einlage
mitnehmen und dann die benutzte Slip-Einlage hier hineingeben. Kleiner Trick, wenn deine Slip-Einlage benutzt ist, dann gibst du die Enden nach innen, die klappst du so nach innen und danach klappst du einfach hier die Flügel zusammen, drückst sie zu und dann hast du ein kleines Paketchen, alles gut verpackt und kannst es hier in dein Bett weggeben. Und zu Hause machst du den Bettdeck auf, nimmst dir dann dein Wäschenetz und bevor alles in die Waschmaschine kommt, machst du natürlich die Slip-Einlage wieder auf, steckst sie in das Wäschenetz und dann kommt das gesamte Wäschenetz in die Waschmaschine. Und so verhinderst du dann auch ein Festsetzen der kleinen Slip-Einlagen in der Gummilippe vom Bullauge. So viel also jetzt erstmal zum Thema Slip-Einlagen aus Stoff. Das sind wirklich die beliebtesten Stoffbinden, denn die lassen sich jeden Tag im Grunde genommen verwenden.